jetzt einen gemütlichen Filmeabend. Servus, grüß euch und willkommen auf meinem Kanal, dem Kanal vom Bavarian Vinyl Nerd. Ja, heute mal in ungewohnter Umgebung, aber nichtsdestotrotz geht es heute weiter mit dem alten Vinyl Reloaded. Ja, und zwar die Folge Nummer 12. Heute geht's, wie ihr im Titel schon gemerkt habt wahrscheinlich oder im Vorspann, heute geht es um Filmmusik. Ja, nicht nur um Soundtracks allgemein, weil Soundtracks habe ich jetzt nicht so viele in meiner Sammlung. Lieder von Interpreten, die auch in Soundtracks oder in Filmen vorkommen. Lange Rede und wieder mal kurzer Sinn. Wir beginnen mit dem ersten Film und der Film ist der wahnsinnig coole 80er Jahre Streifen Highlander. Highlander mit Christopher Lambert oder Christopher Lambert oder wie auch immer ausgesprochen wird. Der Spruch in diesem Film ist, es kann nur einen geben. Ja, there can be only one. Und es gab damals nur eine Band, die den Soundtrack zu diesem Film fabrizieren konnte und das war natürlich Queen. Und ich habe natürlich das Album bei mir hier. Queen, A Kind of Magic ist das Album und das ist eben auch der Soundtrack zu diesem Film. Fangen wir das Ganze mal auf. Das ist nämlich ein schönes grafisch aufbereitetes Cover oder ein Gatefold besser gesagt. Ist nicht jedermanns Geschmack und viele Fans sagen, das ist eines der schlechtesten Covers, die Queen jemals gemacht hat. Ich finde es ganz cool eigentlich mit diesen ganzen Comic-Oberflächen. Und natürlich holen wir natürlich auch das Inner Sleeve raus, welches wir hier haben. Auch wieder schöne Grafik drauf. Hier die Band. Queen zu ihren besten Zeiten. Und hier nochmal die ganzen Songs. Und eben hier nochmal vermerkt auf diesem Inner Sleeve. Some songs on this album appear in a different form in the film Highlander. Hier steht es drauf. Und ich glaube es Ihnen auch, denn ich habe den Film, glaube ich, schon ungefähr 20 Mal mir angeschaut und ich muss sagen, er ist immer und immer wieder schön. Einer der Gründe, warum ich mir das Album geholt habe, ich habe es übrigens bei Discogs bestellt, das Ganze. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Alben oder Maxi-Singles oder auch Singles, Kassetten, CDs etc. Sucht, die ihr noch nicht in eurer Sammlung habt, schaut es mal bitte bei discogs.com vorbei. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch verschiedenste Musikmedien raussuchen und die dort bestellen. Gibt es eben auch als gebraucht, genauso wie diese. Die hat damals gekostet bei 16,95 Mark. Ich habe sie ergattert für 15 Euro in einem sehr guten Zustand und eben auch das Cover in einem sehr guten Zustand. Und ich habe es mir eben gekauft, weil ich wollte immer schon den Song Who Wants to Live Forever auf dem Plattenspieler hören. Kann ich euch nur empfehlen, holt es euch in die Plattensammlung Queen Kind of Magic, wenn ihr es nicht schon in der Sammlung habt, weil Queen muss man eigentlich in jeder Sammlung haben. Der nächste Film. Es geht um eine Lebensgeschichte. Und zwar die Lebensgeschichte von Forrest Gump. Tom Hanks in einer Paraderolle, für die er auch einen Oscar bekommen hat und der Film selbst
hat auch etliche Oscars bekommen, nicht zuletzt wegen den Special Effects, die da verbaut wurden. Zum Beispiel hat sich da auch John Lennon mit Forrest Gump unterhalten, oder Jimmy Carter, der ehemalige Präsident aus Amerika. In den Film wurden Millionen von Dollar gesteckt und es zahlt sich wirklich aus. Und diese 3 Stunden, die der Film, circa 3 Stunden, die der Film dauert, man kommt nicht weg. Ich komme einfach nicht weg vom Fernseher, weil der Soundtrack von diesem Film auch bombastisch ist. Ich mache nur ein kleines Beispiel. Elvis Presley, The Doors, Mamas and Papas und. Nur die Crème de la Crème der Pop- und Rockmusik ist in diesem Soundtrack vertreten. Ebenfalls auch, ich habe die Platte ja schon mal in einem anderen alten Vinyl Reloaded vorgestellt, mache ich heute nicht mehr, aber ich verlinke euch das Video oben im Eck. Und zwar Creedence Clearwater Revival ist auf diesem Soundtrack auch mit dabei. Und zwar mit Fortunate Son, eins der besten Lieder, die Creedence Clearwater jemals geschrieben hat. Wie ich finde, meine Meinung, muss nicht eure Meinung sein. Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken, weil die Chips, die ich vorhin probiert habe, die waren schon ein bisschen älter. Die waren jetzt nicht mehr so gut. Prost. Ja, wie gesagt, dieses Album habe ich euch schon mal vorgestellt. 20 Superhits von Creedence Clearwater Revival. Ich gehe jetzt da nicht weiter drauf ein. Das ist ein Greatest Hits Album. Ich habe leider noch immer kein anderes Album von Creedence Clearwater ergattern können. Bayou Country oder die anderen Alben, Cosmos Factory und so weiter, die habe ich leider noch nicht irgendwo ergattern können. Aber ich werde mich dieses Wochenende mal hinsetzen und mal bei Discogs ein bisschen rumstöbern, was dann vielleicht an gebrauchter Ware so gibt in einer guten Qualität oder in einer sehr guten Qualität, mal schauen, und auch zu einem erschwinglichen Preis. Mal sehen, vielleicht kann ich da Creedence Clearwater Revival ergattern. Um das Video nicht zu lange zu machen, gehen wir weiter zum nächsten Film. Rot-goldener Metallanzug, Marvel. Was ist da natürlich? Der Hauptdarsteller, der Iron Man, richtig. Und eine Band hat nicht zuletzt einen geilen Soundtrack abgeliefert für diese 3 Teile mittlerweile vom Iron Man. Und die Band kennt ihr wahrscheinlich alle. Und zwar ist es AC/DC aus Australien. Und ich habe hier das Album, eins der vielen Alben, das ich von AC/DC habe, das Album Highway to Hell. Mit dem damaligen Sänger Bon Scott noch an der Spitze. Und in der Brief ist leider keins mehr vorhanden. Das ist wieder ein Flohmarktkauf gewesen. Aber in einer guten Qualität. Fast keine Kratzer oder keine Kratzer und ein paar Haarkratzer, die man fast nicht hört. AC/DC, eine meiner absoluten Favorites in meiner Sammlung. Und ich höre mir eigentlich ständig immer wieder zwischendurch AC/DC-Songs an und oder die ganzen Alben eigentlich, weil egal ob angefangen in den 70ern mit Bon Scott oder dann weitergemacht ab 1980 mit Brian Johnson mit dem Back in Black Album, das übrigens da von dem übrigens auch einige Songs im Iron Man Soundtrack mit dabei sind, ist für mich eine der oder eigentlich für mich die größte Hardrock-Band, die ich so kenne. Und ich bin eben schon Fan, seit ich 16 bin von AC/DC und das sind jetzt mittlerweile doch einige Jahre. Und ja, was soll ich mehr dazu sagen? AC/DC kennt eigentlich fast jeder. Und wie gesagt, das Album Highway to Hell, ein absolutes Muss für jeden AC/DC-Fan. Wer es noch nicht hat, bestellt es euch. Hört es mal richtig rein in diesen geilen Sound von AC/DC. Was ich dazwischen noch sagen möchte: Es ist saubequem in diesem Stuhl. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht demnächst die ganzen Videos vom alten Vinyl Reloaded jetzt hier in dem Sessel mache.
So, weiter geht's mit dem nächsten Film. Das Album steht schon da unten, beziehungsweise der Interpret steht schon in den Startlöchern. Wir gehen in das Horror-Genre der 70er Jahre, wo Filme wie Carrie oder sowas im Kino gelaufen sind und eben auch ein ganz besonderer Film, für den der nächste Interpret sein musikalisches Können zur Verfügung gestellt hat. Und zwar reden wir hier vom Exorzisten. Genau, vom ersten Teil. Und in diesem coolen, saucoolen Film, muss ich sagen, hat ein Künstler ein Lied beigesteuert, das, wenn man hört, denkt man sofort an diesen Film. Also mir geht es zumindest so. Und zwar ist es der liebe und gute Mike Oldfield. Und zwar hier steht oben eh schon das Lied. Und zwar ist es Tubular Bells. Und mit diesem coolen Song, mit diesem coolen Lied, mit diesem Klavierintro, so geht es mir, mit diesem Glockenspiel, eigentlich ist es ein Glockenspiel-Intro, hat er sich in die Musikgeschichte eingeschrieben oder eingebrannt, wie kein anderer. Tubular Bells von Mike Oldfield, ich habe es euch schon mal vorgestellt in einem anderen Video. Der Meister aller Instrumente nenne ich ihn. Er spielt nämlich, wie gesagt, wie schon mal erwähnt, spielt er fast alle Instrumente auf diesem Album selbst und hat sie selbst eingespielt. Er hat wirklich da alles aufgenommen, was in seinem Tonstudio zu finden war. Mike Oldfield, Tubular Bells. Und jetzt zum letzten Film und auch zu einem Soundtrack-Album, das ich habe, von den wenigen, die ich habe. Und zwar, jetzt gehen wir in die Italo-Western-Szene, auch der 70er Jahre. Da war eben auch mit dabei folgender Film, und zwar spielen wir das Lied Vom Tod. Im Original hieß der Film Once Upon a Time in the West. Und das war so ein Film, der hat mich in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre begleitet. Damals im ARD, ZDF und im dritten Programm und vielleicht noch im österreichischen Fernsehen, das mal über die Antenne auf dem Dach, die jungen Leute kennen das gar nicht mehr, sich anschauen konnte, kamen diese Filme natürlich auch. Nicht nur jetzt. Unser lieber guter Clint Eastwood hat in den Italo-Western mitgespielt. Nein, natürlich waren auch dabei, wie in diesem Film zum Beispiel, Henry Fonda, Charles Bronson und Claudio Cardinale. Der Film wurde gedreht von Sergio Leone, beziehungsweise hat Regie geführt. Und um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, der Soundtrack, der wurde komponiert von keinem Geringeren als Ennio Morricone. Der Mann, der eigentlich für alle Italo-Western-Soundtracks der 70er Jahre verantwortlich war, weil er mit seinem Orchester einfach diese Stimmung, diese düstere Stimmung, teilweise auch heitere Stimmung in diesen Filmen so dermaßen gut rübergebracht hat, dass er eigentlich fast alles komponiert hat, was damals an Filmen rauskam. Und eben auch diesen tollen Film, tollen, tollen, tollen Film, spielen wir das Lied vom Tod. Es ist natürlich ein Lied drauf, das jeder kennt, eigentlich, wenn man spielen wir das Lied vom Tod sagt, hört man sofort die Mundharmonika mit diesem eindringlichen Sound, der das Lied vom Tod quasi verkörpert. Ich weiß nicht, was sich doch der gute Ennio Morricone dabei gedacht hat, aber es war eine grandiose Idee, das Ganze so zu machen und mit einer Mundharmonika einzuspielen und dann natürlich im Hintergrund das Orchester dazu spielen zu lassen. Mir gefällt es immer wieder, wenn ich mir das Ding anhöre, ich kriege immer wieder Gänsehaut und euch geht es wahrscheinlich genauso. Wenn ihr euch diesen Soundtrack mal anhört. Apropos anhören. Ich habe jetzt
schon ein kleines Short-Video gemacht zwischendurch. Und zwar habe ich euch da angekündigt, dass ich genau in diesen Videos, im alten Vinyl Reloaded, jetzt immer unten Links einsetze zu den Interpreten, die ich in diesen Videos vorstelle. Das habe ich nun vollendet. Das ist jetzt in jeder Folge vom alten Vinyl sind jetzt 5 Links mit drin zu YouTube-Videos von den dementsprechenden Künstlern in den Videos. Da könnt ihr euch dann eben entweder die Songs, die ich da drin vorstelle, anhören oder einfach nur euch angucken, über wen redet jetzt der da überhaupt. Ist jetzt das interessant für mich? Sollte ich mir das holen? Gefällt mir der Sound überhaupt? Weil nur zu reden drüber ist ein bisschen schwierig. Lieder-Snippets reinzubasteln in die Videos ist für mich schwierig, wegen der GEMA. Jetzt habe ich mir gedacht, ich verlinke euch einfach YouTube-Videos und das ist, glaube ich, die allereinfachste Lösung und auch, ihr habt auch visuell was davon, wenn man natürlich dann so Live-Aufnahmen von den Künstlern sieht, die relativ selten sind. Da haben wir schon ein paar gute Sachen rausgeschnappt. Da ist eben auch Ennio Morricone mit dabei, wie auch unter diesem Video, hier unten in der Videobeschreibung sind dann die ganzen Videos wieder verlinkt. Ebenso wie die Seite von Discogs. Und ich mache mir jetzt wirklich noch einen schönen Filmeabend, weil jetzt bin ich richtig auf den Geschmack gekommen, dass man wieder einen guten Film irgendwo mir ausleihe. Und werden wir heute noch einen schönen Film anschauen. Zusammen mit meiner Familie. Und ansonsten verbleibe ich wieder mal als euer Bavarian Vinyl Nerd. Vergesst nicht, mein Video zu teilen oder zu liken und mir eventuell ein Abo dazulassen. Ein kostenloses natürlich. Ich sage jetzt Servus. Bis bald, ich wünsche euch was.